Lass uns also zum zu dem Talk wechseln. So I'm very happy to welcome Toby, also ich freue mich sehr, Tobi zu begrüßen, TBSPA zu begrüßen, der uns einen Vortrag gehalten wird über die praktische Rettungsleine von Events, von Chaos-Events wie dem heutigen. Und der wird uns jetzt ein über sein vorstellen. Tobi ist der Verwalter, der Maintainer des Open Source Projekts Event Fahrplan. Er ist ein großer Open Data Enthusiast und heute stellt er uns bringt uns auf den neuesten Stand und die neuesten Ereignisse im Event Fahrplan und seinem Projekt. Und was da für die Zukunft geplant ist. Also, los mit dem Talk. Tobi, danke. Willkommen zu meinem Vortrag. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht und ihr habt Mittagessen und den einen oder anderen Vortrag schon genießen können. Also, ich werde jetzt eine Übersicht geben, wie bereits beschrieben. Und werde ein paar Ereignisse aus der Vergangenheit erwähnen und eine kurze Vorstellung des Projektes geben, für den Fall, dass ihr es noch nicht kennt. Bevor es losgeht, es wird eine Frage- und Antwort-Session geben am Ende. Den Link gibt es in der Website und in der App natürlich, zu dem Question-Feld, Fragen- und Antwort-Patch. Es gibt dann auch noch ein Jitsi-Room, mit dem man sprechen kann und wo ihr dann auch ihre Fragen stellen könnt. Und natürlich könnt ihr die Fragen auch komplett offline stellen. So, was ist der Event-Fahrplan oder die DVOX Schedule-App für diesen Event? Das ist also eine Android-App. In der ihr durch den Fahrplan, durch den Zeitplan dieses Events lesen könnt. Ihr könnt Lesezeichen hinterlassen, ihr könnt euch Veranstaltungen merken. Und ich werde euch jetzt die wesentlichen, die grundlegenden Funktionen zeigen. Vorher muss ich allerdings auch noch erwähnen, dass ich nicht derjenige bin, der dieses Projekt angefangen hat. Das ursprüngliche Projekt wurde von jemand namens Tuk Mobil erstellt, ursprünglich. Und ursprünglich unter dem Namen Campfahrplan. Ich bin auch bei weitem nicht der Einzige, der zu diesem Projekt beigetragen hat. Also einen großen Applaus an alle diese Leute hier. Aber dazu nochmal später. Also, die wichtige Sache, die ihr seht, wenn ihr die App öffnet, ist diese Übersichtsansicht des gesamten Events. Ihr könnt also in verschiedenen Spalten verschiedene Räume sehen. Aber und auf einem, wenn ihr in einem Telefon seid, könnt ihr da durchwischen, durchscrollen und in der breiten Ansicht bis zu vier verschiedene Spalten mit den einzelnen Räumen. Ihr könnt euch Favoriten anlegen, ihr könnt also Sessions als Favoriten markieren und die in einer Liste organisieren und ihr könnt sie sogar exportieren als Plaintext im Plaintext-Format oder im JSON-Format und einfach so teilen mit euren Freunden, dass die also wissen, was ihr euch ansehen wollt und vielleicht noch dazukommen können. Und es gibt noch ein anpassbares Highlighten von Markierungen und dergleichen. Es gibt eine Alarmierungsfunktion, eine Erinnerungsfunktion. Wir können also erinnert werden, bevor ein bestimmtes Ereignis losgeht, bevor eine bestimmte Session losgeht. Und Alarmzeit könnt ihr dann entsprechend einstellen, die Weckzeit dafür. Das heißt, bei einer tatsächlichen physischen Konferenz könnt ihr euch eine entsprechende Zeit einplanen, dass ihr rechtzeitig dann an dem in dem Raum auch ankommt.
Es gibt Benachrichtigungen, wenn sich etwas an dem Zeitplan ändert. Es gibt eine spezielle Ansicht um die Änderung zu visualisieren. Grün für neue Sachen, rot für Sachen, die gelöscht werden, gestrichen worden sind. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze für sich selbst persönlich einzustellen. Aber das könnt ihr alles in entsprechenden Menüoptionen finden. Es gibt noch mehr Features. Es gibt eine Integration in Kalender-Apps, sodass ihr also Sessions oder einzelne Einträge mit eurem eigenen persönlichen Kalender synchronisieren könnt. Ihr könnt Rückmeldung geben, Feedback, ihr könnt über eine Abstimmung teilnehmen. Das Ganze ist anonym. Einfach alles rückmelden, was zu einem Talk ist. Es gibt eine Integration mit anderen Apps von anderen Anbietern, zum Beispiel mit der C3NAV-App, die euch praktisch zeigt, wie ihr innerhalb der Räumlichkeiten navigieren könnt. Es gibt eine Exportfunktion, speziell für die Chaos Flix App. Das heißt, wenn ihr eure Favoriten dann ausgewählt habt und die Aufnahmen davon ansehen könnt, könnt ihr dann in Chaos Flix wiederum diese Favoriten auch dann tatsächlich angucken. Und das speziell für alle Engel unter euch und die Heralde. Es gibt entsprechende Integration für das Engelsystem, sodass ihr also eure Schichten dann entsprechend auch in die App einbinden könnt. Das heißt, ihr könnt dann sehen, ob ihr dann zu der bestimmten Zeit gerade für Arbeiten eingeteilt seid oder eine Session angucken könnt. Eine andere Sache, die in den letzten beiden Jahren passiert sind, sind Übersetzungen. Es gibt also ziemlich viele Übersetzungen der App, überwiegend wegen Hacktoberfest, also ein Online-Event, bei dem man an Open-Source-Projekten teilnehmen kann. Und viele Leute, wie ich auf dem ersten Slide schon gezeigt habe, sind dabei, die App zu übersetzen. Und daher haben wir so viele verschiedene Sprachen. Das heißt, wenn ein Event in eurem Land stattfindet, könnt ihr dann die App auch in eurer Muttersprache benutzen. Es gilt natürlich jetzt erstmal nur für die App selbst. Das heißt, die Beschreibung der eigentlichen Sessions, die Beschreibung der eigentlichen Events muss natürlich dann getrennt davon erfolgen. Also nochmal vielen, vielen Dank und noch eine Bitte, wenn ihr Muttersprachler seid in einer neuen Sprache, dann könnt ihr gerne neue Übersetzungen dazu beitragen oder die bestehenden Übersetzungen zu korrigieren. So, nochmal ein kurzer Rückblick darauf, was 2020 passiert ist. Es gibt noch ein paar Events und versuche jetzt nicht so auf die ganzen Details hier anzugucken, sondern nur als große, grobe Übersicht. Es gab also ziemlich viele Events in 2020 und ich versuche jetzt, die mit einer App zu begleiten und entsprechend Update zu begleiten. Es gab allerdings darüber hinaus noch viele Versionen, die veröffentlicht wurden von dieser App. Also regulär passiert, wenn ich neue Features hinzugefügt habe, Fehler korrigiert habe und so weiter. Aber überwiegend passiert das im Vorlauf zu jeweils einem bestimmten Event, wenn ich auf Besonderheiten dieses Events eingehe. Dieses Jahr gab es als erstes in Februar die erste, dann die FOSGIS-Konferenz, die tatsächlich noch real life passierte im März, dann im April das erste DevOps-Event, das im September das zweite DevOps-Event und das Datenspuren in Dresden. Und im Dezember wiederum gab es dann
den AC Remote Congress. Und ziemlich ähnlich in 2021 gab es die FOSTEMPO-Konferenz, dieses Mal als virtuelle Konferenz, und dazwischen gab es noch ein paar Releases, wie ihr sehen könnt, und jetzt sind wir hier im zweiten DevOps in April. Um euch eine Idee zu geben, was passiert und wie viele Leute die App benutzen bei einem der größeren Events, habe ich die Statistik vom Chaos Communication Congress 2019 herbeigeführt. Das ist so eine typische Kurve von der Benutzerstatistik. Das ist bei kleineren Events nicht das gleiche, aber die übliche Kurve: kurz vor dem Event benutzen viele Leute die Events und dann sinkt das wieder im Laufe des Jahres, weil sie nicht mehr so hilfreich ist. Aber ein paar Leute benutzen sie weiter, weil das interessant ist, wenn man Videos sich neu anschauen möchte. Und solche Fälle. So, die Highlights von 2020, aus dem letzten Jahr. Ich habe schon da von ChaosFlix Export geredet. Das heißt, ihr könnt eure beliebten exportieren. Das wurde 2020 hinzugefügt. Es wurde viel mit dem Zeit- und Time-Handling umgeschrieben, wie die ganzen Termine verwaltet werden. Es war eine Implementation, die einige Nachteile hatte, und ein externer Teilnehmer hat das alles umgeschrieben, und wir haben jetzt einen zentralen Ort, wo die ganzen Sachen berechnet werden. Das heißt, da können wir jetzt auch auf andere Bugs eingehen. Vielen Dank. Das zweite große Aktion war, es gab ein Performance-Problem, wenn man in einen Vortrag, in eine Session geht und zurück, dann war da eine Verzögerung auf dem Gerät, und wir haben viel daran gearbeitet, und es ist jetzt einiges schneller. Also es gab ein visuelles Problem. Ihr könnt jetzt Farben besser anpassen. Farben wird auch mit den Einträgen verändert. Und auf der technischen Seite wird Android X jetzt verwendet, viele Libraries. Innerhalb von Android wurden verändert, und jetzt mussten wir viele Sachen in der App migrieren. Das war eine große Menge an Arbeit. Und wenn ihr jetzt Links öffnet, früher war da kein Touch-Feedback, konntet ihr nicht sehen, was gesehen wurde, und jetzt gibt es irgendwie ein Highlight. Das ist vereinfacht zu sehen, welchen Link geöffnet wurde. Und wenn ihr ein Event teilt, zum Beispiel über Twitter, sozialen Medien oder so, dann könnt ihr jetzt eine Vorschau sehen. Wir benutzen das System UI App, und ja, das macht es einfacher. Ich habe schon über die Übersetzungen geredet. Was ihr während Corona in virtuellen Events gesehen habt: wenn ihr eine Session teilt mit jemandem, dann ist es sehr wichtig zu wissen, in welcher Zeit das Event stattfindet. Das heißt, ich habe diese Informationen zum Sharing-Text hinzugefügt. Das heißt, ihr wisst wirklich, wann was passiert. Dann war ein Bug mit dem Scrollen. Das heißt, ihr bekommt eine Notifikation und dann tippt ihr drauf, und bringt euch nicht zur richtigen Position. Und das hat auch was mit dem Datumszeithandling. Dann gab es Schedule-Update-Notifikationen, die angepasst wurden. Ich habe eine Art und Weise gefunden, die Anzahl zu reduzieren. Das heißt, hoffentlich seht ihr dieses Formular nicht mehr zu häufig. Aber wenn es euch stört, sagt Bescheid.
Wir können jetzt auch zwei andere Sachen machen. Zum einen können wir Sommer- und Winterzeit in Deutschland anpassen. Früher war es so, wenn ihr jetzt in Sommerzeit seid und in Winterzeit das Event war, dann gab es ein paar Veränderungen und das haben wir jetzt aufgeräumt. Und außerdem, wenn ihr dieses Event jetzt aus einer anderen Zeitzone zuschaut, dann sollte die App euch den Datum und die Uhrzeit lokal in eurer lokalen Zeitzone anzeigen, wenn ihr das in den Settings einstellt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr mit diesen deutschen Zeiten denken. Aber ihr könnt eure Zeit dort sehen. Und zu guter Letzt gibt es ein kleines Skript, das es schaut, ob FDroid die App deployen kann, und dann kriege ich die Notifikation. Das ist einfach nur ein kleines hilfreiches Skript. Könnt ihr auch benutzen. So, was sollte noch irgendwann gemacht werden? Wo ist sonst noch Arbeit zu tun? Wenn ihr helfen wollt, seid ihr herzlich willkommen, euch das anzuschauen. Ein paar Umschreibaktionen in der generellen Architektur sind notwendig. Daten sollten von der Datenbank ins UI fließen. Und möchte jetzt nicht zu genau in die Details gehen. Dann möchte ich von einer ID zu einer GUID zählen. Das ist, haben wir schon angefangen. Dann gab es Anforderungen, den Detailscreen zu ändern. Und auch ein bisschen Code Coverage Analyse sollte verbessert werden. Leute wollen die Schedule-Veränderungen nach ihren Favoriten sortieren. Ich möchte einen Modus für Farbblinde hinzufügen. Und dann gibt es eine Idee, dass man die Favoriten erweitern könnte. Vorher konnte man entweder ein Favorite haben oder nicht, und wir wollen jetzt, dass man zusätzliche Tags hinzufügen kann, dass man Session unterschiedlich taggen kann. Zum Beispiel sowas wie dass man nach danach filtern kann, was man schon gesehen hat. Und dann sind E-Mail und Webadressen nicht immer anklickbar in der App, und das sollte ein relativ einfacher Bug sein. Und dann gibt es eine Suchfunktion, oder gibt es keine Suchfunktion, und die könnte helfen, wenn man ein Event hat mit vielen Sessions hat und man einfach nichts findet. Ich benutze Bitmap-Icons anstelle von Vektorgrafiken. Das ist nicht, was man aktuell machen sollte. Das könnte man wegändern. Aber irgendjemand muss es halt machen. Der aktuelle Wert der Settings im Setting-Screen sollten angezeigt werden. Das sollte auch ein einfacher sein. Und Benutzbarkeit wieder, es wäre schön, dass jemand sich anschaut, wie das mit der TalkBack-App funktioniert, inwieweit die Benutzbarkeit auch für Blinde ist, wenn man andere Nutzer von TalkBack. Und es wäre auch nett, mit GitHub Actions zu integrieren, und dann gibt es eine neue Version. Das ist nicht alles. Also der Link auf die Liste an Issues ist auf der Folie hier. Und wenn ihr da neue Ideen einbringt oder mir dabei helfen wollt, sehr gerne.
Ich möchte noch sagen, dass ich da an dem Ganzen praktisch alleine arbeite. Es gibt diverse Beiträge von Anfang an natürlich, aber alles in allem ist es ziemlich viel Arbeit. Und es gibt diesen Busfaktor dabei und ich würde mich also sehr freuen, wenn es da Leute gibt, die uns helfen können. Es gibt ziemlich viel, was ihr da machen könnt. Nicht alles davon ist tatsächlich Programmierung. Ihr könnt mir auch sagen, Rückmeldung geben, wie ihr die App benutzt, welche Use Cases es sonst noch gibt, an die ich möglicherweise gar nicht gedacht habe bisher. Wenn ihr gut im Design seid, könnt ihr da natürlich helfen oder wenn es gibt auch bei der Programmierung einfache Beiträge zum Anfang, es gibt schwierige Beiträge, ihr könnt mich finanziell natürlich unterstützen, ihr könnt, ich mache das auch alles in meiner Freizeit, also es gibt diverse Übersetzungen, die noch ausstehen. Ihr könnt auch zum Beta-Tester der App werden, dass ihr also neue Feature austesten könnt. So, dass also wenn tatsächlich Dinge crashen, dass dann vielleicht nicht beim tatsächlichen Event passiert. Die App ist Open Source. Sie ist in einer Apache 2.0 Lizenz. Ich use Kotlin als Programmiersprache. Und auch etwas Java, aber ich wechsle jetzt so, mehr oder minder komplett zu Kotlin rüber. Und das ist es soweit. Wie ich erwähnt habe, um 10 nach 1 gibt es eine Frage- und Antwort-Session. Die Frage dazu gibt es in der App oder auf der Webseite. Oder im Fahrplan. Und das ist es soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Folien werde ich online stellen. Den Link werde ich in der Beschreibung des Vortrags unterbringen. Und jetzt bin ich offen für Fragen für euch. Danke. Danke, Tobi, für den Vortrag. Und jetzt fühlen wir, dass die Fragen gerade in den Pad reinströmen, aber wir haben eine kleine Verzögerung zum Scream, also da dauert es noch ein bisschen hier. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Pad. Es gibt allerdings schon eine Frage. Also was sagt sie? Also, wenn man Integration der Engelschriften betrifft, ist es möglich, dass man einfach nur den Key eingibt, ohne den Link zu kennen? Also, der Link auf eure persönliche Engelschrift ist ziemlich lang und das ist einfach nur ein Key am Ende davon, eine ID am Ende. Und als ich dieses Feature zugefügt habe, hatte ich gedacht, dass es einfacher sein dürfte, den kompletten Link zu kopieren und nicht bloß die ID-Ende, insbesondere wenn man auf einem Mobiltelefon arbeitet. Aber wenn es tatsächlich einfacher ist, die ID am Ende zu kopieren, dann kann ich das natürlich auch entsprechend ändern. Also wir sollten da mal darüber reden. Ja, but technically that's no problem. Also technisch ist natürlich kein Problem. Wir sollten mal drüber reden. Okay. No okay. Links so far, no further questions so far. Und bisher gibt es noch keine weiteren Fragen. Wir können noch ein bisschen warten, um zu schauen, ob da noch mehr Fragen reinkommen. Questions coming in. Yeah. Das erste, was jetzt reinkommt, ist vielen Dank für die großartige App, was ich natürlich voll unterstützen kann. Es ist praktisch unsere Rettungsleine für etliche Events. Ja, also ich möchte die Zeit auch nutzen, um das zu sagen, dass ich von dieser Rückmeldung geradezu lebe. Weil es praktisch kein Tracking, keine Statistiken der Abnutzung gibt. Das heißt, ich bin so ein bisschen blind dahingehend, wie viele Leute das tatsächlich benutzen. Also alles, was ich davon habe, ist, was der Google Play Store mir sagt. Aber wenn
Wenn Nutzer das zum Beispiel über F-Droid installieren, was natürlich völlig okay ist, sehe ich davon nichts. Das heißt, ich bin sehr abhängig von eurer Rückmeldung. Und das kann in vielerlei Hinsicht passieren. Zum Beispiel könnt ihr mir sagen, wie ihr die App tatsächlich benutzt und eure Nutzungsfälle, Use Cases nennen. Das hilft schon ziemlich viel. Und vor kurzem hat mir jemand ein Issue auf GitHub geschrieben und ziemlich genau beschreiben, wie er die App benutzt. Und ich habe da eine Menge neue Dinge drin gesehen, wie er sie benutzt. Ihr könnt natürlich auch gerne Rückmeldung geben, dass er sie benutzt und dass er sie gerne mögt und so, natürlich. Aber auch natürlich ihr könnt natürlich auch gerne verbreiten, dass es diese App gibt auf Social Media, in eurem Blog und so weiter, denn viele wissen noch gar nichts von dieser App. Und was natürlich auch gilt, wenn ihr von irgendeinem Event wisst, was in der Struktur ziemlich ähnlich ist und die App braucht, dann können wir vielleicht diese App auch für euer Event da nutzen. Ihr könnt das machen, es ist Open Source. Ich kann das auch machen, wenn ich Zeit für habe. Es ist alles Open Source. So, und allmählich kommt das Feedback rein. Wunderbar. Und ich nutze die F-Droid-Version und ich finde es sehr angenehm, wie dass das immer noch für Android 4.x kompatibel ist. Und ich versuche das beizubehalten. Teilweise ist es ziemlich schwierig, weil es ziemlich viele externe Abhängigkeiten gibt. Aber ich habe den Tweet gestern schon gelesen und für mich, also ich sehe jetzt keinen Grund, dass die Kompatibilität aufzugeben, aber ab und zu zwingt mich Google schon, Kompatibilitäten aufzugeben. Es gibt jetzt noch einen Nachtrag zu der Frage nach den Engelschiften. Vielleicht zwei Eingabefelder. Und jetzt kommen wir schon zu entsprechenden Detailfragen. Ja, ich werde mir mal in das Engelsystem reingucken und anschauen, was jetzt einfacher ist im Engelsystem. Eine Frage, die du hast erwähnt, dass du die App auf anderen Events anpassen kannst. Wie schwierig ist es, das auf andere Events anzupassen? Kostet dich das sehr viel Zeit, das an bestimmte Bedingungen und Verfügbarkeiten für andere Events anzupassen? Die Frage ist natürlich, wie immer, hängt davon ab. Die App funktioniert am besten, wenn das Backend Pretalks oder Frapp ist und es ein kompatibles Format des Fahrplandatei gibt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, den Parser auszutauschen und das Netzwerkmodul auszutauschen. Das habe ich schon für diverse Events gemacht, zum Beispiel für die Android-Konferenz DroidCon, die ein anderes Backend benutzt. Das ist natürlich mehr Arbeit. Und davon abgesehen, für normale Events geht ziemlich viel Events in die Anpassung von Farben, von Design, von der Social Media Anbindung und dergleichen. Screenshots und dergleichen. Also alles Sachen, die nicht wirklich technisch sind, aber trotzdem ziemlich viel Zeit kosten. Also ich würde sagen, ich brauche mindestens 2 Tage, um all die anderen Sachen zu tun. Und dann gibt es immer noch die technischen Dinge wie Backend-Änderungen und neue Arbeiten und so weiter. Okay, es gibt jetzt noch eine weitere Frage hier, die sich gerade vor meinen Augen zusammenbaut. Also, weiter unten im Pad gibt es viele Dankeschöns und viele Lobpreisungen und dergleichen. Alle freuen sich sehr über diese App. Und vielleicht eine Anekdote. Ich hatte die App auf 2 verschiedenen Geräten und ich muss immer noch tippen. Okay. You don't want to type that. Ja, also, so, ja. Wenn man die ganze. Oh, I get it.
Ah ja, klar. Okay, die Frage mit der URL bezog sich auch darauf, dass man Engel-System und App auf unterschiedlichen Geräten hat und dann praktisch von Hand abtippen muss, weil man nicht kein Copy and Paste machen kann. So, die nächste Frage ist immer noch kein vollständiger Satz, aber ich versuche trotzdem einfach mal anzufangen. Thanks. Wenn eine Linux-App über AppImage oder aus dem Quellcode bauen, danke. Also wir haben etwas Schwierigkeit, die Frage zu verstehen. Also wenn jemand entweder umformulieren könnte oder vielleicht nachher in die Frage- und Antwort-Live-Session kommen könnte, das wäre super. Okay, lassen noch eine Minute warten und ob noch etwas Neues reinkommt. We don't get any more questions right now. Wenn wir sonst keine zusätzlichen Fragen bekommen, könnt ihr natürlich in der Frage- und Antwort-Session später reinschauen, als selbstorganisierte Session um 13.10 Uhr stattfinden. Den Link gibt es natürlich im Pad und in der Beschreibung dieses Events, in der Liste des selbstorganisierten Sessions. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich auch Deutsch spreche. Also wenn Englisch ein Problem für euch ist, dann könnt ihr natürlich auch auf Deutsch da sprechen in dieser Session. Ja. Ja. In etwa 10 Minuten also. Und also sprich, ihr könnt noch kurz Pause machen, euch was zu essen schnappen, nochmal aufs Klo gehen und dann vielen Dank für eure Fragen und die ganzen hochgestreckten Daumen und ja, ich würde jetzt auch sagen, also wenn ihr noch mehr Rückmeldung geben wollt und auch Lobpreisung loswerden wollt, geht in diese Session zur Fragen-Antwort-Session. Ich würde sagen, das lässt mich für mich das nur zu sagen, vielen Dank für die Präsentation und für die harte Arbeit, auf der die ganze Präsentation natürlich beruht. Und weiter so mit der guten Arbeit und genießt das weitere Event. Vielen Dank. Vielen Dank für die Moderation.